Urkunde. Herrn Löschmeister Ingo Kobbe, geboren, Ortsfeuerwehr Sievershausen, wird aufgrund seiner Leistung in der Freiwilligen Feuerwehr nach Erfüllung der geforderten Mindestdienstzeiten und nach erfolgreicher Teilnahme an den vorgeschriebenen Lehrgängen mit Wirkung vom 8.12.2018 zum Oberlöschmeister befördert. Die Beförderung wird in Erwartung vollzogen, dass Sie weiterhin Ihre ganze Kraft im Dienst der Freiwilligen Feuerwehr stellen. Lehrte den 8.12.2018 Jörg Posenauer Stadtbrandmeister, Klaus Siedlotschok Bürgermeister. So, jetzt bitte ich Sie auch nochmal aufzustehen. Also 20 Jahren ehrenamtlich hier tätig ist als Ortsbrandmeister, das ist, und auch als Stellvertreter, das wird mitgerechnet. Rainer weiß das, der hat das auch schon mal über sich ergehen lassen. Ein Brief, ein Dankesbrief des Bürgermeisters, den ich hier kurz verlesen darf, nur in Auszügen, sonst dauert es ein bisschen länger. Jedenfalls, sehr geehrter Herr Greve, seit nunmehr 20 Jahren sind Sie als Ortsbrandmeister der Ortsfeuerwehr Sievershausen ehrenamtlich für die Stadt Lehrte tätig. Für dieses langjährige Engagement möchte ich mich bei Ihnen herzlich bedanken. Es sind dann noch weitere Absätze der Würdigung dabei. Und ich möchte mit einem ganz herzlichen Dankeschön, auch persönlich und im Namen des Bürgermeisters, diesen Brief überreichen. Aber es ist nicht nur der Brief. Es gibt dann außer dem warmen Händedruck auch noch einen Umschlag und in dem befindet sich ein Gutschein. Und dafür kann man, da steht komischerweise Hotel-Restaurant Fricke drauf. Was da wohl drin ist. Kannst du den jetzt einlösen? Was da wohl drin ist. Jedenfalls mit einem herzlichen Dankeschön, lieber Thorsten, für die geleistete Arbeit. Für dich und deine Frau, denke ich mal, ist dieser Briefumschlag. Und ihr könnt euch dann ein schönes Essen dafür genehmigen. Alles Gute. Schönen Dank. Herzlichen Dank. Ja, es ist anscheinend schon wieder 20 Jahre.